Moin Leute, herzlich willkommen zu Deluxe Demo Dienstag. Wir zocken die Demo von Acris. Okay, bis jetzt war die Musik nicht so geil, die kickt gerade richtig. Mega. Ja, es ist halt irgendwie so ein Farming-Game mit Teilen, wie ihr seht. Und das wächst und wird wohl immer mehr und mehr, ne? Also, sah ganz witzig aus. Wir gehen mal rein und gucken, was uns erwartet, ne? Wie immer blind. Gehen auf Standard Normal rein. Standard Order Quantities with a gradual increase in time pressure. Ah, Market Growers looking for success. Das sind wir, glaube ich, ne? Okay, wir schauen. Wir wollen das Tutorial spielen. Ich glaube, das ist besser bei dem Game. Nach oben, links, rechts, ne? QE, Kamera Zoom, alles klar, alles Standard. Das kriegen wir hin. Bestellung. About growing crops. Okay, es ist halb Deutsch, halb Englisch, alles klar. Okay, also alles klar, ne? Da kommt Top Requesting Content. Okay, wir müssen halt gucken, wir müssen die Order abarbeiten. So, okay, Flugwerkzeug wählen auf der 2. Manueller Flug. Und dann ballern wir da Saatgut rein, alles klar. Karotten, Saatgut. Achso, okay, wir haben es nicht in der Reihenfolge geklickt. Okay, da haben wir jetzt ein Problem, aber egal, wir machen einfach nochmal ein Feld. Aber der will jetzt garantiert, dass wir das Feld machen. Guck mal, wir haben schon wieder durch. Okay, ich wollte schon sagen. Also Spielgeschwindigkeit. Was haben wir hier jetzt? Hand vertikutieren. Okay, und dann müssen wir das Ganze noch bewässern. Aha, okay, manuelle Bodenbewässerung. Und manuelle Ernte. Okay, nächste Werkzeugkategorie. Seed Bin. Crys own Seed Bin. Okay, den setzen wir da hinten hin, alles klar. Okay, Traktor, ja. Jetzt haben wir einen Traktor, alles klar, den setzen wir jetzt dahin. Ah, sehr gut. Und dann brauchen wir einen Traktorbahn. Okay. Keep track of how many owned and the percentage currently in the use of the left side tractor menu. Okay. Was auch immer das heißen soll. Wir müssen auch Diesel kaufen. Okay. Was haben wir jetzt hier? Wollen wir die Aufträge stets pünktlich ausliefern? Okay, alles klar, wir müssen den Ruf hochhalten. Ah, ich bin gerade ein bisschen überfordert, das geht mir gerade alles ein bisschen zu schnell, aber okay, so. Okay, die einregige Saatmaschine können wir noch nicht nehmen, so, aber wir machen. Achso, wir haben schon kein Saatgut mehr. Können wir das auch übersehen? Gut, da gehen jedes Mal 6 rein. So, was mussten wir jetzt als nächstes machen? Das war Pflanzer. Dann müssen wir das irgendwie vertikutieren. Und dann mussten wir das Ganze noch irgendwie wässern, ne?
So, und jetzt müssen wir warten, bis das gewachsen ist, oder was? Dann machen wir hier wieder auf langsam, glaube ich. Dann können wir da einmal noch von Hand wegfliegen. Aber wie kriegen wir denn neues Saatgut? Okay, also ich check's gerade noch nicht, aber okay. Boah, das ist, ich glaube, das ist sehr komplex, das Game. Nee, hier, ich wollte nicht, ich würde ihn fortsetzen. Also ich bin gerade etwas überfordert. Wieso sind denn die Dinger jetzt da drüber? Können wir das jetzt schon? Eine wachsende Karotte ist noch nicht fertig. Es wächst noch, okay. Aber wie kriege ich denn jetzt neue Saat? Wie kann ich denn neues Saatgut kaufen? Das ist jetzt die Frage, ne? Das ist Darlehen, okay. Aber ich muss doch irgendwie auch Saatgut kaufen können, oder? Wo kriege ich Saatgut her? Warum wurde mir das nicht erklärt oder habe ich das nicht mitgekriegt? Wir müssen doch noch viel mehr anbauen. Das sind unsere aktiven Darlehen, okay. So, jetzt wüsste wir theoretisch, was haben wir denn da noch, ne? Mais. Okay, wir können es upgraden, aber dadurch kriegen wir doch nicht mehr. Doch nicht mehr, oder? Okay, wir müssen so auf jeden Fall danach neu fliegen. Man sich jetzt nicht den Dings fahren zu lassen. So, aber wir brauchen ja irgendwie. Noch haben wir schon nichts mehr, alles klar. Und dann den ganzen Kram hier wieder bewässern, ja. Karotten sind noch nicht fertig. Okay, alles klar. Vielleicht habe ich mir auch gerade einfach ein bisschen zu viel Stress gemacht, aber die Frage ist ja halt, was ist denn eigentlich clever? Okay, wir haben kein Geld mehr. Was kann ich sagen, dass ich die jetzt hier immer wieder upgraden muss, damit ich mehr kriege, oder? Das wäre dann ziemlich teures Saatgut. Okay.
Okay, irgendwie laufen uns da gleich die Sachen aus, oder? Belegt es noch nicht so ganz, aber... Okay, wir kriegen so auch neue Karottensamen. Das ist ganz schön laut, ne? Mal eben gucken, Moment. Was mag das für ein Audio sein? Fertig ist sonst noch nichts. So, wir haben aber anscheinend neue Karottensamen gekriegt. Okay. Was ist denn das? Das läuft ab, ne? Okay, also wir kriegen beim Ernten kriegen wir anscheinend wieder neue Samen, wenn ich das richtig habe. Okay. Jetzt kickt die Musik wieder ungemein rein. Ich kann es aber auch teilweise nicht erkennen, wo wir was angebaut haben, ne? Wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir übergießen alles, aber irgendwie... Was kostet denn das hier? 6.900? 4.200 Reinsteuer. Also wirklich leiser ist das nicht geworden, ne? Okay. Die Frage ist ja halt, was haben wir denn hier noch, ne? Fuel Storage. Traktorstreugerät. Störende Traktorbewegung. Schalten Sie mit der Sekunde langsam zur Standardrechtskontrolle X zwischen Stopp zur nächsten Reihe und weiter um. Motorgeräusche. Wir machen das aktuellen Wasserstand in der Zelle mit einem platzierbaren Messgerät. Okay. Okay. Ich glaube, wir machen das im Moment, was ist das da hinten jetzt von dort oder was? Was ist da hinten passiert? Ich
Bei uns ist das von dort, ne? Ja, ich glaube, und da wir das jetzt so ein bisschen verstanden haben, ich würde, glaube ich, einmal neu starten, bin ich ganz ehrlich. Hauptmenü. Neues Spiel. Okay, diesmal überspringen wir das Tutorial. Ist das Pause? Das müsste Pause sein, oder? Okay, dann nehmen wir uns hier oben am besten direkt mal ein Darlehen auf. Um das hier freizuschalten. Okay, wieso? Geht das verzögert auf schneller? Ja, es geht irgendwie verzögert auf schneller. So. Machen wir das Ganze nämlich jetzt so. Okay, wir können sogar noch ein Darlehen aufnehmen, alles klar. Der kostet aber 6000, okay, so, aber dann brauchen wir auf jeden Fall ja noch ein Silo. Und zwar für Mais. So, und dafür würde ich dann überlegen jetzt tatsächlich eine neue Reihe aufzumachen. Na, nicht genug Geld? Wieso nicht genug Geld? Okay. Aber ist das kostet auch was, wenn ich das von Hand mache? Wieso kostet mich denn der manuelle Flug? Was ist das ja unfair? Aber das ist doch schon geflügt. Das kostet mich alles was. Das ist doch riggedy rigged. Gib mir nur einen Kredit. Kostet mich das manuelle Pflanzen auch was? Anscheinend, es kostet anscheinend alles was. Okay, machen wir erstmal das so, ne? Das kommt mir vielleicht ein bisschen billiger als ups. Dass man, als wenn man da, ich sag mal, die ganze Zeit das mit dem Traktor macht, ne? Vielleicht war das am Anfang einfach zu teuer mit zwei Traktoren. Wieso wächst das eigentlich unterschiedlich schnell?
Weil wir das doch in Anführungszeichen gleich aufgebaut haben. Ich glaube, jetzt haben wir es so langsam. So, wir machen auf jeden Fall Geld. Na, das bezahlen wir hier auch nach und nach ab, ja? Okay. Ach, dass ich damit Escape nicht wieder rauskomme, ne? Jetzt haben wir nochmal irgendwie ordentlich Knete gekriegt, damit zahlen wir das auch wieder zurück, ne? Dann können wir uns da auf jeden Fall irgendwie nochmal ein Darlehen schnappen, wenn wir es brauchen. Das ist alles wachsend, das ist fertig. Das ist fertig. Das ist fertig. Das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig. So. Dann flügen wir hier nochmal schnell alles von Hand um. Ich weiß halt noch nicht, was das bei uns mit den pH-Werten und so zu tun hat, ne? 92, 90, 86 müssen wir halt auch so drauf achten, dass wir unterschiedliche Sachen auf unterschiedlichen Dingern anpflanzen. Also sprich, wäre es jetzt sinniger, dass wir hier auf die 4 gehen, oder müssen wir halt irgendwann auch einfach mal düngen? Das ist eine gute Frage, ne? So, weil hier ist ja noch 95 Boden, da ist jetzt 81. Mal gucken, ob das gleich wieder steigt. Oder ob wir halt irgendwann wirklich anfangen müssen zu düngen, ne? Weil guck mal, hier ist jetzt 94, 91, warum ist es da schlechter, besser, wie auch immer? Also irgendwie sind die Felder ja komplett unterschiedlich, ne? Das ist schon crazy. Das ist schon crazy, okay, aber wir machen so langsam Knete. Ich sehe halt nicht, dass das irgendwie so direkt irgendwas beeinflusst, ne? Das ist halt mein Problem. Okay, die wollen jetzt also langsam Kürbisse haben. Oder was sind das? Ne, Zwiebeln sind das, alles klar. Knallen wir uns da noch ein paar Zwiebeln hin. Und pflanzen auch direkt ein paar Zwiebeln. Okay, warum sind die jetzt verdorrt? Das muss ich nicht verstehen, ne? Aber immerhin kriegen wir die Samen dafür wieder. Ist ja schon mal etwas.
So, okay, ich glaube, wir müssen jetzt so langsam ein bisschen mehr automatisieren. Da brauchen wir jetzt schon wieder das nächste Zeug für. Die Frage ist halt nur, was ist denn mit so ein Feld grubbern, wo was drauf ist? Okay. Dann hauen wir uns das einfach nur weg. Gut, heißt, dann sollten wir jetzt vielleicht doch irgendwie gucken. Lassen wir den mal hier fahren. Und ich glaube, ich würde mir halt hier so einen Sprenkler holen. Und dann lassen wir den noch mal da fahren. Wieso wird das nicht fertig? So, wässert er das jetzt automatisch? Okay, das ist noch zu teuer. Okay. So wird das Ganze bewässert, das ist sehr gut. Die sind auch fertig, dann lassen wir hier nochmal den Grubber drüber fahren. Ja, das ist alles gar nicht so einfach. Und wässern. Kommt schon ein bisschen Stress auf. Da kommt schon ein bisschen Stress auf. Wir brauchen unbedingt hier noch die andere Zutat, ne? Was ist denn das? Rüben. Wir brauchen unbedingt noch die Rüben. Geld kommt so langsam rein, ne? So. Ich glaube, dann macht das sogar Sinn, da noch zwei hinten dran zu kaufen. Das war jetzt ein bisschen doof mit dem Grubbern, aber. Dann haben wir das aber jetzt hier in Anführungszeichen einmal so, ne?
Okay, so, okay. Die Frage ist halt, was macht denn der beim Pflanzen? Pflanzt der beim Pflanzen einfach alles, was wir an Saatgut haben, dann ein? So, der lässt mir aber die Pflanzen alle stehen, ne? Sehr schön. So, jetzt kommen schon die Sonnenblumen dazu, okay. Habe gerade ein bisschen das Gefühl, dass ich zu sehr unter Druck gerate wieder. Okay, da haben wir noch nicht genug für. So, dann können wir hier einmal den Wässerungsautomat drüber laufen lassen. Und hier können wir auch einmal den Wässerungsautomat drüber laufen lassen. Und dann können wir hier nochmal irgendwie 100 Liter Sprit holen. Weil das Feld will auch nochmal hier so ein bisschen grubber-grubber-Action. Das Feld will auch grubber-grubber-Action. Okay. Aber ich habe das immer noch nicht verstanden, wonach das hier geht, dass wir unsere Bodenfläche wieder, ich sag mal, so ein bisschen lebendiger bekommen, ne? So, ich glaube, auf der Geschwindigkeit ist das sogar ein recht angenehmes Spieltempo. Wobei ich auch echt fast schon wieder überlegen muss, das Ganze ein bisschen runterzudrehen. Oh Gott, die Sonnenblumen sind ja mal sauschnell fertig. Ey. Da ist schon wieder das nächste mit dabei. Achso, mehr Traktoren haben wir nicht, ja. Okay. Kein Traktor verfügbar. Okay, aber was ist denn das? Sät der jetzt nur? Nur das eine, was wir haben an. Ja, wir brauchen nochmal ein Silo. Ich mach mal eben kurz hier immer ein bisschen langsamer. Wir brauchen jetzt nochmal ein Silo für Kopfsalat. So.
einmal alles verbessert. Vor allem können wir uns noch weitere Traktoren kaufen, machen die Traktoren irgendwas anders. Okay, also wir müssten die nochmal jeweils um einen upgraden, damit wir dann eine komplette Linie für irgendwas haben, ja. Müssen die aber auch wässern, ne? Ah ja, okay. Okay, wir müssen aber den Kopfsalat machen, ne? Also, aber warte mal, ich will mal eben kurz einmal gucken, was ist denn das? Kein Traktor des gewählten Typs verfügbar. Achso, wir müssten jetzt hier so einen weiteren... eine weitere Traktorscheune bauen, glaube ich, ne? Also wir müssen jetzt unbedingt Kopfsalat machen. Brauchen unbedingt Kopfsalat. Und mehr Traktoren. Und ich glaube, wir müssen hier nochmal eben schnell... wir nehmen mal eben kurz fettes Darlehen. Nein, ich will da nicht immer rein. Gehen mal eben einmal hier auf komplett runter. Total amount of tractors. So. Brauchen dringend mehr. So, was ist denn das hier? 144, 72. Okay. So, und rein theoretisch brauchen wir noch einen Traktor, oder? Dann sollten wir auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Diesel holen und... so, dann laufen vier Traktoren. Okay, dann machen wir wieder ein bisschen schneller. Wenn man reinkommt in das Game, ist das mega geil. Man muss es aber auch erstmal ein bisschen verstehen. So, was war das denn jetzt? Wir wollen jetzt unbedingt hier Feldsalat. Feldsalat. Und dann können wir hier nochmal eine Reihe von den Dingern machen. Nochmal hinterher gießen. Ich weiß gar nicht, ob ich jedes Mal gießen muss, aber... also langsam kommt hier so eine kleine Traktorarmee, wa? So, wir müssen auf jeden Fall jetzt gucken, dass wir wieder ein paar Aufträge da oben fertig kriegen.
Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt wirklich gucken, dass wir hier perfekte Linien fahren, ne? Karotten brauchen wir im Moment gar nicht, ne? Ne, was brauchen wir denn? Oh, ich weiß es nicht. Ich verliere ein bisschen den Überblick. Das mit dem Abernten ist mir noch so ein kleines Rätsel, weil die ja irgendwie nicht zeitgleich fertig werden, ne? Und dann ja auch doch irgendwie recht schnell vergoren sind. Was haben wir denn? Wir haben Feldsalat. So, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Ach, das ist schon wieder was Neues. Ne? Das sind schon wieder Tomaten. Kann das sein, dass wir die alten Sachen dann irgendwann auch gar nicht mehr brauchen, gefühlt? Dass sie nur noch neue Sachen anfordern. Achso, okay. Wir haben natürlich keine Knete. Der ist jetzt auch gleich fertig. Und dann sollten wir doch hoffentlich wieder ein bisschen Geld machen, oder? Sehr gut. Und das heißt, wir holen uns jetzt erstmal ein Tomatensilo. Wir dann auch erstmal aufwerten und dann lassen wir da hinten eine Reihe Tomaten fahren. So, Kopfsalat technisch ist fertig. Jetzt haben wir nur noch Tomaten und ein paar Sonnenblumen, ja. Okay, unser Ruf ist ja ganz gut, ne? So, jetzt können wir überlegen. Also wir können nur 400 Gallonen haben, okay. Tag der Stelze. Not available in Demo, okay. Wir machen das aktuelle Wasserstand in der Zelle mit einem platzierbaren Messgerät, okay. 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 Ja gut, wir können hier eine ganze Menge machen, wa? So, okay, wir brauchen jetzt wieder ein paar Karotten. Moment. Was machen die jetzt? Ich hoffe, die machen es vernünftig. Irgendwie sind die jetzt so ineinander Ding gebackt. Okay.
Es ist schon stressig hier, Felder da oben drauf zu achten, hin und her. Vor allem sich dann zwischendurch auch nochmal neue Sachen anzugucken. Ich würde auch einfach ganz gerne mal wissen, was er mit den Traktoren so auf sich hat. Weil irgendwie kann man ja hier, kein Traktor des gewählten Typs verfügbar. Immer mehr. Aber dafür geht ja die Geschwindigkeit voran, ne? Und wir können ja hier irgendwie nicht was auswählen. Na, wie ist denn das? Brauchen die Tomaten irgendwie zweimal Wasser? Tomaten sind doch sehr wasserdurstig, oder? Na, was brauchen wir noch? Paprika. Brauchen ein Silo für Paprika. Das Silo kann haben zu wenig. Ups, ich will da mal mit Escape wieder raus. So, das heißt Pflanze Paprika. Oh, 200 Tomaten. Können wir noch eine Reihe Tomaten pflanzen? Ja, ne? Anbaugeräte sind automatisiert Werkzeuge, die Traktorenantriebe werden, ja. Drei Reihen Pflanzmaschine. Also, die Reise, sieht man da ja dann, was hingeht, ne? Wenn wir jetzt erstmal alles einreich haben und wir dann hinterher noch alles dreireich machen können. Vor allem, ne, um die Bodenbeschaffenheit wieder hinzukriegen, müssen wir dann gleich irgendwie wirklich hingehen und anfangen, irgendwie uns da irgendwie die Hühner draufsetzen, oder wie habe ich das? Aber die Tomaten brauchen echt ewig, ne? Okay, das Tausender-Darlehen könnten wir uns nochmal nehmen. Oh, Eggs, Honey and Milk License required. Congratulations, your farm's excellent reputation is earned to sell Eggs, Honey and Milk. Pastures will now produce milk. Okay, das war's schon. One person talk in the Game Studio. Ja, cool. Also ich bin gespannt. Ich glaube, ich habe nicht alles verstanden, was in dem Game abgeht, bin ich ganz ehrlich. Vor allem, wie man das dann hinterher noch mit den Hühnerkäfigen und keine Ahnung was macht, ob man das dann hinterher wirklich umstellt, um den Boden wieder hinzukriegen, ne? Aber ich glaube, für den Einblick war das echt geil. Es macht auf jeden Fall Fun. Und ich bin gespannt, was dann hinterher in der Vollversion rauskommt. Weil hier sehen wir auch, dass, glaube ich, jetzt diese dreireihige Ernte da im Hintergrund, ne? Oder Grubber, wie auch immer. Also das ist eine geile Spielidee. Simpel, aber geil. Komplex, ne? Es kommt ein bisschen Stress auf. Ja, man muss halt im Hinterkopf haben, was hat man wo angebaut, was braucht wie lange. Geiles Game. Wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht, ob das Next Fest Game ist oder nicht. Ansonsten guckt mal, wenn die Demo noch verfügbar ist. Schaut mal rein. Lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Und ansonsten lasst gerne ein Like und ein Abo da, ne? Wie gesagt, 50% gucken immer noch ohne Abo. Draufdrücken, wäre cool.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.